Also, ich habe für euch heute eine Liste gemacht von Fehlentscheidungen von Jugendamt und Amtsgericht bis zur Diskriminierung von Polizei. Ich lasse das hier unten gleich auf YouTube im Blog, da könnt ihr lesen, welche Fehlentscheidungen die hier machen zum Wohl der Kinder und zum Gunsten von Täter. Und das Problem ist, und die Frage, die ich nur habe, ist nur eine Frage, die ich da auch unten geschrieben habe, sollte das uns interessieren, ob diese Täter eine Therapie machen oder nicht? Ist das unser Problem? Ob eine Therapie machen oder nicht, ist das nicht unser Problem. Also die versuchen, also ich gehe möglicherweise, ich denke mir so, weil das letzte Mal, wo ich da war, hatte ich das Gefühl gehabt, dass die da was verhandeln, ja. Also möglicherweise wegen der Therapie, die die Täter machen, ja, dass sie versuchen, damit die Kinder wieder zu kriegen. Also Gaza hat mir auch gesagt, dass er dran arbeitet. Also er arbeitet dran, die Kinder, also ein Pädophil arbeitet dran, wie ein Kind zu kriegen. Da muss man sich vorstellen in Deutschland. Und die handeln dann mit Jugendamt, dass die bei Kinder wieder bei Pädophilen wieder abgeben. Und das lassen wir nicht zu. Wir lassen nicht wieder zu in Deutschland, dass hier Kinder, Pädophile, Väter, die schon auffällig geworden sind, unsere mehrere Anzeigen schon gegen den sind, und das lassen wir nicht mehr. Ob die einmal Therapie machen, ob die einmal auffällig geworden sind, oder zweimal oder dreimal, das interessiert uns nicht mehr. Das interessiert uns Eltern nicht. Das muss Jugendamt glauben, das muss Jugendamt auch wissen. Und diese ganze Abschrift, die müssen das wissen. Die müssen das wissen, dass wir unsere Kinder nicht mehr Pädophile, Väter wieder zurücklassen, wenn sie unsere Mütter nicht zuhören wollen. Ja, auch nicht zu gucken, was jetzt rechtlich jetzt öffentlich schon geworden ist, dass sie nicht darauf achten, das ist scheißegal. Ja, der macht jetzt halt eine Therapie, ne? Ja, der macht eine Therapie. Ja, und dann kann er wieder kinkeln, und dann? Ja, und dann? Die werden wieder rückfällig. Die werden immer wieder rückfällig. Der geht ja nicht zu Ende wegen dieser Therapie von Katz. Die Therapie, selbst ein Psychologe kann solche Menschen überhaupt nicht heilen. Kein Psychologe kann diese Menschen heilen. Ja? Was mit Therapie soll das sein? Kein Psychologe. Die Leute gehören direkt im Klass drin, damit sie vielleicht zur Besinnung besser kommen. Was für ein Psychologe? Was wollt ihr uns verarschen hier oder was? Der Wolke, also bleibt da drin mit eurer Psychologe. Ja? Also wenn ihr mit Psychologen zu tun haben wollt, macht das da, aber lasst unsere Kinder da raus aus eurer Psychologie. Lasst unsere Kinder da raus. Ja, unsere Kinder gehen nicht mehr bei Pädophilen, Väter, die schon auffällig und öffentlich und mehrere Anzeigen bekommen haben. Wollen wir nicht mehr. Ja, auf, wir wollen das nicht mehr. Hier nicht nie wieder in Deutschland. Wenn er auf die Frau nicht hört, ja, dann müsst ihr wenigstens korrekt sein und auf diese Scheiß öffentliche Recht, also auf, das soll ich sagen, ich bin ja total, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass unsere Kinder wieder bei Pädophilen, ja, die arbeiten ja dran, ja, ist die Arbeit, das ist schön, die arbeiten dran, unsere Kinder wieder zu kriegen, und dann, was machen wir, was passiert dann, wenn sie auffällig, wenn sie wieder rückfällig werden, was macht ihr denn dann, sie werden immer wieder rückfällig, ich hab das gelesen, ja. Ich hab das ganze Haus aus dem Kopf gebracht. Ganze Haus. Ich hoffe, der hat nicht meine Bilder genommen und meinte, guck mal, wie die Frau jetzt mit dem Haus umgeht. Nein, das Haus war Skandal, weil ich hab das ganze, ich war fest überzeugt, dass ich Kinderpornografie finde. Also, dass ich über kinderpornografische Sachen in dieser Wohnung finde. Ich war so überzeugt, ich hab die ganze Wohnung aus dem Kopf gestellt. Und der findet sowas wie, therapeutische Schulungen, wie man Pädophile zeigt, wie sie sich benehmen soll. Die werden wieder rückfällig. Natürlich werden sie wieder rückfällig. Wir wollen das nicht mehr. Ende aus. Ende aus. Aus. Ja, also wir klären jetzt Jugendamt und Amtsgericht. Also sie haben studiert, ja, okay, sie haben studiert, also wir haben Erfahrung, also wir haben Praxis. Sie haben jahrelang studiert, kann ich verstehen, dass sie vom besten Haus gekommen sind, ja, vielleicht den besten Vater, vielleicht ist der Vater vielleicht auch ein Politiker, die haben immer Geld gehabt, ja, und alles, die konnten sich alles leisten, nicht so wie wir hier von unten, ja, die konnten sich alle leisten, die konnten sich eine Stumme leisten, ja, die konnten sich mit ihrer Ausbildung gut, so dass sie da sitzen können, beim Jugendamt und beim Amtsgericht und über uns entscheiden können. Und deswegen haben sie keine Erfahrung wie wir. Wir haben täglich mit Erfahrung zu tun, die Leute von unten, wir haben Erfahrungen, wir haben Praxis. Ja, in Praxis von Leuten, die studiert haben, die das nicht haben. Ich habe manchmal Studenten, die zu mir kommen, meine Seiten. Manche Studenten kommen zu mir, wenn ich bestimmte Themen, die fragen. Die Studenten, ja, die kommen zu mir und fragen, wenn die das wissen, weil die fragen, wenn die afrikanische Sachen sind oder was die da studieren, die kommen und fragen. Ja, Jugendamt kann mich auch fragen. Ja, oder Amtsgericht, ich kann mich auch fragen, wenn sie keine Erfahrung haben, können sie mich fragen. Ja, wenn sie jahrelang gebraucht haben zu studieren, ja, dass sie nicht richtig gelebt haben. Ja, Leben heißt das, was ich ja gelebt habe, das ist Leben. Ja, Leben heißt, 100 Jahre studieren und dann sitzen am Amtsgericht und bei Leuten entscheiden, man muss auch leben. Und dein Kind muss auch missbraucht werden, ja, und du selber musst missbraucht werden und dann kannst du sagen, es ist Leben. Aber es ist Leben, wenn du da sitzt und studiert hast und dann siehst du da und hast aber gar keine Erfahrung oder du kommst vom Jobcenter und dann landest du da beim Jugendamt und willst du über Leute entscheiden, die die ganze Zeit leben, die mit den Sachen konfrontiert sind. Dann müssen wir euch fragen. Dann müsst ihr uns fragen. Uns Opfer. Wir lassen nicht mehr zu. Das reicht jetzt. Angela Merkel muss jetzt die Sachen jetzt scheiße, die Gesetze jetzt ändern. Das geht so nicht mehr. Nie wieder. Mit eurer scheiße Therapie könnt ihr da, geh nach Afrika und mach die Therapie. Das, wenn ich einmal in Afrika geht, ob er da überleben wird mit seiner Therapie. Was für eine Scheiße überhaupt hier? Scheiße, ey.